Bei mir auf der Festival-Couch sitzen Ruskaya. Willkommen auf dem Pfingst-Open Air. Ihr habt ja eure Songtexte in drei verschiedenen Sprachen. Russisch, Deutsch, Englisch. Was ist denn bei euch so der Auslöser für die jeweilige Sprache? Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, друзья. Buenos tardes, amigos. Guten Abend, Leute. Hello, friends. Na, die Amtssprache unterwegs ist Gerechtigkeit halber deutsche Sprache. Um Geheimnisse zu bewahren, reden wir manchmal russische Sprache. Ja? Und wenn wir uns selber nicht mehr auskennen, reden wir uns Englisch an oder Spanisch, so, weil es eh wurscht ist. Okay. In Wahrheit liegt es daran, dass wir keine Sprache wirklich beherrschen. Deshalb müssen wir halt von jedem etwas nehmen, würde ich mal sagen. Macht diese Mehrsprachigkeit dann eigentlich internationale Auftritte erleichtert? Dieses gewisse Multikulti-Gefühl eröffnet dir die ganze Welt, weißt du? Du weißt das ganz genau, egal wo du hinkommst, egal wenn du den Mund aufmachst, da kommt Sprache raus, ja, da verstehen dich alle, ja? Egal was du sagst, ja, in egal welche Ecke von diesem Planet, ja? Ja, wir sagen oft, Leute kommen und tanzen zu Musik, wo sie singen Russisch, ja, fragen wir, verstehst kein Wort, tanzt du, sag ich fast, du musst nicht Russisch reden, um uns zu verstehen. Ja. Ne? Aber im konkreten Fall, jetzt haben wir in Spanien aufgetreten und es ist so, dass ich, wie ich noch klein war, in der Schule ein bisschen Spanischunterricht gehabt habe, hat mir geholfen. Dann wussten sie, wann der Song aus war, habe ich gesagt, Song aus, Nummer ist, ich weiß nicht mehr, wie es gegangen ist, ja. Aber egal. Ja. Okay. Es spielt ja relativ viele Festivals dieses Jahr, ja? Oder überhaupt. Gott sei Dank. Und wie ist denn das, was bleibt denn eigentlich von so einem einzelnen Festival so bei euch in Erinnerung? Ja, zum Beispiel Interviews oder Backstage. Auch? Ich erinnere mich oft an Festivaltoiletten. Sind immer außergewöhnlich. Ja, wir besonders stehen wir auf Meet and Greet, weil es ist so, dass wenn Leute Meet and Greet gewinnen, heißt, dass diese Leute uns gehören. Wir nehmen sie mit nach Hause und sie wohnen dann bei uns. Ja? Da sind die zwei Jungs, Kameraschwenk, fertig. Ja, ja, sehr gut. Ja? Und sie machen zum Beispiel, sie putzen auch die Blumen, von Blumen den Staub runter. Ja. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel Klavier spielen will, machen sie mir auf Klavier. Ja? Und so stehen da und ich habe keine Lampe zu Hause. Die machen alles mit den Greet-Besucher. Die stehen zu Hause im Lampe und wenn ich sage, bitte einschalten, ich habe egal, ja. Sage ich einschalten, ja, die Lampe leuchtet. Und wenn ihr euch bei den Meet and Greets die Leute immer als Haushaltshilfe mit nach Hause nehmt, auf welches Festival würdet ihr denn mal ganz, ganz besonders gehen wollen, weil ihr glaubt, dass da die besten Haushaltshilfen rumrennen? Keine Ahnung, alle sind gut, ich werde das nicht essen. Aber das würde auch nicht ganz in deinen Mund reinpassen. Ja. Ich zeig's aber nicht, das wäre zu obszön. Aber ich würde dann ungefähr so ausschauen. Na, da geht nicht gescheit. Das ist viel zu viel. Aber so geht. So geht's leicht. Soundcheck, ja. check. So sollte es immer sein. Ja. Naja, gut. Du, was hast du gefragt? Da irgendwas, wohin wir. Da. Wir sind Grüße, Dima, da? Sag. Wir kommen überall gerne hin. Wir spielen für euch, ja? Wir machen euch gesund. Ja? Und dann kommt zu putzen. Genau. So, letzte Frage für heute. Morgen, European Song Contest. Wie traurig seid ihr, dass im Finale nicht mit dem Popo gewockelt wird? Ich bin nicht traurig. Ich meine, ich mag die Jungs sehr gern, aber ich finde den Beitrag
nicht repräsentativ für so eine große Musiknation wie Österreich ist, war, wie auch immer. Also ich persönlich bin nicht sehr traurig. Aber trotzdem liebe ich euch heiß, liebe Trackshitters. Naja, ich hätte schon noch ein bisschen mehr Pops gesehen. Ja? Weil angeblich ist es so, dass wenn man je weiter man kommt, desto mehr Popschis gibt. Ja? Und dann gäbe es noch natürlich die ganze aserbaidschanische Ballettgruppe, hätte getanzt mit Popschi. Ja? Das wäre doch geil, oder? Geil wäre. Aber gewinnen werden die Buranowski Babuschki. Da! Okay, dann freuen wir uns auf euren Auftritt, jetzt dann gleich am Pfingst Open Air. Ihr werdet die Leute zum Popowacken bringen, da bin ich mir sicher. Und als letzte Amtshandlung für heute würde ich euch bitten, unsere Pfingst-Open-Air-Couch zu entjungfern. Ihr seid die Ersten, die drauf unterschreibt. Wir dürfen sie deflorieren. Richtig. Oh, wie schön. Vielen Dank, Ruskaya.